Die nächste Lieferung kommt bei Sonderaufgang. Was liegt da hinten? Alter Comlink. Okay. Ich nehme alles mit an Schrott. Macht Spaß hier. Da kann man sich anlehnen. Was auch immer dahinter ist. Hey, also ich bin Kay und du musst mich durchlassen. Nicht auf der Liste. Mein Freund Preban hat mich auf die Liste gesetzt. Preban hat nicht genug gezahlt. Blöffen oder bestechen? Hey, kennst du jemanden, der einen T-85 hat? Ja, das ist meiner. Schicker Gleiter. Ein paar Schrottratten da draußen versuchen gerade ihn zu klauen. Was? Weg da! Niemand klaut meinen Joben. Den habe ich gerade erst aufgematzt. Na, jetzt läuft er aber. Bisschen Trespassing. Hat geklappt. Ah, das heißt, das wäre wahrscheinlich die andere Seite der Tür gewesen, wenn wir die Karte irgendwo gefunden hätten. Ups. Okay, nichtsahnende Gegner können durch einen Niederschlag ausgeschaltet werden. Okay, das lief jetzt ein bisschen automatisiert ab. Ich habe wieder vergessen, mich einzublenden. Und sie ist automatisch in den Schleichmodus gegangen. Gut, knacken wir das Schloss, schnappen uns die ID-Karte und verschwinden. So. Ja, düt. Sieh mal eine an. Da sind sie. Oh oh. Ach, komm, Preban. In deinen Plänen waren keine Druckplatten. Ist Kay Bass. Dank Farik. Das ist nicht gut. Na toll. Gar nicht gut. Momentchen. Nix, geh und hol das Bacta. Ja, schönes Bacta-Spray. Ah, oh, voll. Na gut, alles gut. Nichts wie weg hier. So war das nicht geplant. Was habe ich nur getan? Ups, nein, die Richtung. Wahrscheinlich müssen wir hier rauf, oder? Okay, also wenn ich mir das merken kann, dann Nix, wie wir es geübt haben. Okay, Nix, versuchen wir sie zu betäuben. Och nö, die sind suspicious geworden. Konnten wir die Leiche auch verstecken?
Mal sehen. Sie kommen näher. Sie suchen mich. Aber sie finden mich hoffentlich nicht. Okay, sie sind durch die Tür durchgespawnt. Die Tür ist zu. Wie können die da durchgehen? What the? Das Spiel hat gar keine Bugs. Nein. Die Tür ist zu und die sind durch die geschlossene Tür. Da. Die teleportieren sich durch die Tür. Da, schon wieder. Wupp. Tob dich ab. Vor allen Dingen, sie sehen mich nicht hier hinter? Aber sie konnten durch die geschlossene Tür gehen? Jetzt sind sie nicht mehr suspicious. Aber trotzdem, wie sind die durch die geschlossene Tür gekommen? Immerhin. Da ist einer. Aber wo ist die andere Person? War doch noch eine zweite. Jetzt ist nicht die Zeit zum Essen, Kumpel. Psch. Nein. Nix. Fass. Sie sind hinter uns her. Ach, du schießt. Ach, das ist so ein komischer Vorhang gewesen. Ich hoffe, dass die jetzt erstmal alle weg sind. Okay, hier sind wir reingekommen. Daran erinnere ich mich noch. Wobei, wir sind irgendwie mal hier reingekommen, aber... Da war das nicht so wie hier. Das war ein anderer Ort. Ich will noch wissen, ob es hier irgendwas zu looten gibt. Was sollen wir tun, Nix? Ich habe nicht damit gerechnet, erwischt zu werden. Nein, du solltest da reinklettern, Mädel. Hallo? Reinklettern. Okay, wäre das quasi die Luftschachtversion gewesen? Kommen wir denn hier raus? Gut, also, wir haben die ID-Karte. Zum Hof, da sind wir sicher. Was? Wir halten eine Weile die Füße still. Hier auf dem Dachboden. Ja, genau. Ja. Ah, was hier? Mal sehen. Ja, nee, Hauptquest. Wahrscheinlich irgendein Eintrag in der Dings hier. Okay. Nein, Control. Oh, hier gab's quasi Dinner for One. Bin ich hier? Okay. Bei wem bin ich jetzt eingebrochen gerade? Ja, das ist jetzt so ein bisschen... Guck mal hier. Gehe zurück zum zerbrochenen Huf. Okay. Ja, das war jetzt auch nicht beabsichtigt, aber... Aber ich denke mal, ich kann irgendwo noch was looten. Ja, irgendwie brauche ich nicht sprinten. Los, zurück zur Kantina. Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Loot.
So. Oh, ich dachte, da kommt jetzt noch eine Zwischensequenz. Gut. Auf das Gespräch habe ich gerade keine Lust. Oh, hier kann ich nicht zocken. Ich gehe dann lieber in mein Zimmer. Ist ja keiner da. So. Hat so ein bisschen geruckelt gerade während der Ladezeit. Also so die grobe Steuerung habe ich jetzt kapiert. Sag ich jetzt bloß, da wartet irgendjemand auf mich. Bram, ich will nicht drüber reden. Dachtest du, du spazierst da einfach rein und stiehlst die wertvollsten Dokumente in Kanto? Ich hab's dir gesagt. Die sechste Sippe wird sich rächen. Hey, Miss! Wir wissen, dass du hier bist. Bringen wir es hinter uns! Uh-oh. Du sagst nichts. Und tust nichts. Nein, 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 nein. Hey. Kommt schon! Sie ist nicht hier. Lügner. Glaubst du, ich will, dass ihr mir den Laden zerlegt? Ich bin fertig mit der. Tatsächlich helfe ich euch sogar. Hey, gab sie es hier draußen? Nein. Du hältst uns nur auf. Wir gehen. Autsch. Wichser. Es ist nichts. Dein Bein. Es ist nichts. Das ist eine neue Crew. Gefährlich. Doch was auch passiert, bring das zu Ende. Die Beute reicht, um einen Shuttle zu kaufen und abzuhauen. Das willst du doch, oder? Verschwinde, Kay. Für immer. Ich komme wieder. Nein. Tust du nicht. Was immer gefordert wird. Die sechste Sippe ist überall. Sie dürfen uns nicht sehen, Nix. Stimmt das? Sie hat euch erwischt. Sag mir einfach, wo sie ist. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe gehört, sie wohnt irgendwo über der Kantine. Wenn du sie siehst, kommst du sofort zu uns. Ja, ein Glück, dass ich hier schon überall mal längst geschlichen bin am Anfang. Sieht aus wie eine Sackgasse. Ah, da. Ich mach mal den Assassin's Creed hier. Ach, da müssen wir laufen. Nein, das war falsch.
Okay. Verlängern, Control, Shift hochziehen. So, so, so. So. Geht doch. Okay, jetzt sind wir hier unten. Da kommt so eine Quetschpassage. Gefühlt gibt es in jedem Spiel solche Quetschpassagen. Kleine süße Ratten überall. Wir wissen, dass du Kay geholfen hast. Mach auf! Hängst du an deinem Leben? Sie sind Preban auf die Schliche gekommen. Oh, ich bin wohl nicht die Einzige, die Kanto verlassen muss. Na gut. Laut Brams Datenblock heißt die Kontaktperson Daniel und müsste da drüben sein. Na, hoffen wir das mal.